ist ja, glaube ich, nicht ganz einfach, jetzt auf diesen Worten einfach noch etwas zu ergänzen. Aber lass uns mir ein Beispiel bringen. Ich glaube, jeder von uns hat die Leistungen von Marcel Hirscher bewundert und schon dieses Ausnahmetalent auch irgendwie bewundert, dass so etwas möglich ist. Aber auch er hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, im Hintergrund ein Team zu haben. Und wir Sportlerinnen und Sportler bezeichnen sich heute für ihre individuellen Leistungen aus, aber gleichzeitig wissen wir auch alle, dass in diesen individuellen Spitzenleistungen einfach auch ein starkes Team steht. Und darum ist es uns als Stadt auch wichtig, die Funktionärinnen und Funktionäre auszuzeichnen, die diese Erfolge dann im Hintergrund oft erst möglich machen. Und wichtig ist uns auch hier, ein Gleichgewicht zu halten. Bis jetzt wurden etwas mehr als 500 Ehrenzeichen in der Stadt Steyr verliehen und fast 50-50 an aktive Sportlerinnen und Sportler und gleichermaßen Funktionärinnen und Funktionäre. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, was hier passiert. Es ist schön, dass wir als Stadt hier zumindest mit diesen Ehrenzeichen unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen können. Was immer wieder schön ist bei diesen Feiern, ist auch die Breite des Sports in Steyr zu erleben. Für unsere Stadt gibt es natürlich eines, was ganz, ganz wichtig ist, und zwar dieses Leben in den Vereinen. Weil wir natürlich wissen, dass wenn Jugendliche sich für den Sport entscheiden, das ganz, ganz wichtig ist für ihre zukünftige Karriere und Entwicklung. Ja, einfach wenn sie in einem Sportverein tätig sind, aktiv sind, sie in einer Struktur sind, wo sie einfach Kameradschaft erleben, wo sie Strukturen erleben, wo sie auch vielleicht ein bisschen Disziplin erleben. Und ich glaube, das sind alles Werte, die in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig sind. Und der Sportstadtrat hat es schon angesprochen, es wird nicht einfacher, diese Strukturen, die wir gewöhnt sind, auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Aber ich bin hier recht zuversichtlich, was uns in den letzten Jahrzehnten gelungen ist, gehe ich davon aus, wird uns auch in Zukunft gelingen. Mit der Herausforderung, und auch das ist ja nicht ohne, dass es immer wieder neue Entwicklungen gibt. Also wir merken ja auch, dass neben den etablierten Sportarten viele neue Freizeitbewegungen, Sportarten da sind, dass durch die Fernsehbilder natürlich die Jugendlichen das auch irgendwie konsumieren und auch natürlich dann diese neuen Sportarten gerne mal ausüben würden. Also wir haben hier durchaus, glaube ich, gemeinsame Herausforderungen, wie wir auch auf die Veränderungen der Zeit reagieren können. Und was schön ist, dass wir heute eine Sportlerin auszeichnen dürfen, die wir erst in letzter Zeit bejubeln durften. Und da haben wir erst wieder gesehen, wie schön Sport ist, weil einfach Sport viele Höhen und Tiefen hat. Und liebe Melanie, ich glaube, wir waren alle sehr, sehr begeistert, gerührt, haben mit dir mitgefiebert, wie du im Billie Jean Cup gekämpft hast. Und das sind auch die schönsten Geschichten, die der Sport schreibt, wenn dann am Ende so Happy End ausschaut. Das ist, glaube ich, das, was Sport ausmacht. Diese Emotion, diese Begeisterung, wo alle mitfiebern, wo alle einfach begeistert dabei sind und wenn dann auch noch ein Märchen in Erfüllung geht. Und das ist ja auch das, was der Sport dann schreibt, diese Geschichten. Nämlich dieses Märchen, dass man tatsächlich dann gegen die USA spielen darf. Und ich wünsche dir von dieser Stelle aus alles, alles Gute, vor allem, dass du verletzungsfrei bleibst. Dass du diesen wirklich großen Erfolg dann auch genießen kannst, gemeinsam mit Teilen deiner Familie. Weil der Gerhard, der Herr Bürgermeisterkollege aus Weiher, hat er schon zugesagt, er fliegt auch nach Amerika. Den Weg sucht er noch dorthin, aber er wird ihn überkommen. Und wenn man das dann gemeinsam feiern kann, ich glaube, das sind einfach die Momente, wofür man einfach kämpft, wofür man trainiert, wofür man in der Früh aufsteht und die ganzen Entbehrungen auf sich nimmt. Und es ist so schön, dass wir mitten uns unter uns jemanden haben, der das dann auch erleben darf, der diesen Traum ausleben darf. Und genau das wünsche ich allen Sportlerinnen und Sportlern, dass ihr euren Traum, den ihr habt, ausleben dürft, dass die Erfolge, die euch vorstellt, auch kommen. Weil wie gesagt, es ist nicht einfach, dieses Wort, aber man sieht es immer wieder, das sind die Momente, für die man lebt. Und das bietet halt der Sport. Es gibt jetzt kaum irgendwas anderes, was solche Momente bieten kann. In diesem Sinne wünsche ich uns noch eine schöne Feier und ich freue mich, alle Gärten auszeichnen zu dürfen heute. Dankeschön.